Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zusammen mit Marco Färber begrüße ich Sie recht herzlich zu NZZ Standpunkte. Zwei Journalisten, ein Gast. Dass Österreich unser Nachbar ist, das wissen wir alle. Aber Hand aufs Herz, was wissen wir viel mehr über dieses Land, mit dem wir immerhin 164 Kilometer gemeinsame Grenze teilen? Dass es ein Kleinstaat mitten in Europa ist wie wir, dass wir dieses Jahr wieder einmal besser waren im Skifahren als unser ewiger Rivale, aber sonst? Dabei gäbe es einiges, was Österreich auch für uns interessant machen könnte. Vor allem, wenn wir an unser außenpolitisches Dauerthema denken, unser Verhältnis zur EU. Denn das kleine Österreich ist seit mittlerweile 15 Jahren in der EU mit guten, aber auch schlechten Erfahrungen. Einer, der das erfahren hat wie kaum ein zweiter, ist der ehemalige österreichische Bundeskanzler Wolfgang Schüssel. Er ist heute unser Gast. Herzlich willkommen, Herr Schüssel, bei NZZ Standpunkt. Grüß Gott. Herr Schüssel, die Schweiz steht immer wieder unter Druck. Stichworte sind Bankkundengeheimnis, der Steuerstreit mit Europa, mit den USA, die Libyen-Affäre. Die schweizerische Außenministerin hat sogar von einem nationalen Trauma gesprochen. Wie sieht jemand wie Sie mit dieser außenpolitischen Kompetenz von außen auf die Schweiz? Schauen Sie, die Schweiz ist für mich übrigens, darf ich das nur zu Ihrer Einleitung sagen, was mir immer stört, wenn man sich als Kleinstaat bezeichnet. Die Schweiz und Österreich sind keine kleinen Staaten. Wir sind in Europa mittlere Staaten und die Größe sagt überhaupt nichts aus. Die Schweiz und Österreich können für die Welt und für unseren Kontinent Beachtliches einbringen. Gut, jetzt zurück zu Ihrer eigentlichen Frage. Nicht die Schweiz alleine steht auf dem Prüfstand, sondern letztlich steht unser Finanz- und Wirtschaftssystem, und zwar mehr denn je, auf dem Prüfstand. Und gerade eine Zeitung wie die Ihre, die ja dem liberalen Gedankengut der Freiheit des Einzelnen und der Marktwirtschaft immer eine Lanze gebrochen hat, wird das gut verstehen. Daher muss die Marktwirtschaft und unser marktwirtschaftliches Finanz- und Wirtschaftssystem sich auch mehr rechtfertigen als alle anderen Systeme. Und da gehört natürlich das Bankgeheimnis dazu, der Umgang mit Hinterziehung, der Umgang mit heißen Geldern, mit Schwarzgeldern. Und da haben wir vielleicht zu spät reagiert. Das heißt, schließe ich daraus, es hat Sie so gesehen nicht überrascht, was es da über die Schweiz, es war natürlich schon vor allem die Schweiz, vielleicht auch noch ein bisschen Liechtenstein, über die Schweiz hereingebrochen ist in den letzten Monaten. Und Österreich und Luxemburg und Belgien. Wir haben alle starke Bankgeheimnisse und das ist auch an sich gut so. Denn wir möchten nicht haben, dass alles vom allmächtigen Staat durchleuchtet werden kann. Aber wenn begründeter Verdacht da ist, dass hier bewusst kriminell vorgegangen wird, Steuern hinterzogen wird oder heiße Gelder, die aus verbrecherischen Aktivitäten einfach geparkt werden, dass die hier quasi dem Zugriff entzogen werden, dann muss gehandelt werden. Und da waren wir vielleicht einfach zu zögerlich. Wir haben in Österreich eine ähnliche Situation gehabt. Wir haben ja früher das sogenannte anonyme Sparbuch gehabt, dass du dich gar nicht ausweisen müssen. Du bist zur Bank gegangen und hast ein anonymes Nummernkonto eröffnet, wo nicht einmal die Bank gewusst hat, wer du bist. Das habe ich als Bundeskanzler aufgeben müssen und ich war eigentlich auch überzeugt, dass das richtig war. Viele haben befürchtet, es würde einen Riesenaufstand geben. Gar nichts ist passiert. Daher die Lehre für uns, wahrscheinlich auch für die Schweiz, man sollte solche heiklen Themen proaktiv angehen und sich nicht von anderen drängen lassen. Diese Diskussion, wenn Sie vorhin zögerlich sagten, heißt das im Klartext auch, die Schweiz hat möglicherweise zu spät entdeckt, welche dunklen Wolken da auf sie zukommen. Würden Sie das sagen? Ja, aber nicht nur die Schweiz, auch Liechtenstein und wie gesagt Österreich, Luxemburg, wir sind in einer ähnlichen Kategorie. Und wir sind natürlich von der FATF, von dieser internationalen Kommission, sehr stark unter Druck gekommen und haben, glaube ich, jetzt auch richtig reagiert. Dazu kommt natürlich mit den gestohlenen Daten, das ist eine zweite Frage. Nicht? Da muss man, glaube ich, schon sehr heikel sein und da gefällt mir überhaupt nicht, was geschieht, dass eigentlich der Staat jemanden, der sich illegal privater Daten bedient oder bemächtigt, dass er mit dem gemeinsame Sache macht. Das finde ich nicht in Ordnung. Ist das auch die offizielle Haltung von Österreich? Na, ich kann nur meine persönliche Meinung sagen und die tue ich mit Werf argumentieren. Denn wo fängst du an und wo hörst du auf? Dass wer einmal diese Grenze überschreitet, der hat dann einigen Erklärungsbedarf. Jetzt haben Sie im April 2009, ich zitiere Sie, gesagt zur Schweiz, die Schweizer Regierung macht einen guten Eindruck, selbstbewusst, gelassen, pragmatisch, wie sie es seit Jahrhunderten immer macht.
Das klingt nicht nach sehr proaktiver Politik, sondern eher eben, wir sitzen es aus, wir reagieren dann, wenn es wirklich ein Problem ist. Würden Sie dieses Urteil über die Schweizer Regierung immer noch so Sie müssen den Kontext sehen, den Zusammenhang. Und ich glaube nach wie vor, dass die Schweizer und auch die Schweizer Behörden, der Bundesrat, das Parlament, braucht sich da jetzt nicht von anderen und schon gar nicht von außen irgendetwas vorschreiben lassen. Die Diskussion müsst ihr selber führen. Ich glaube nur, die Lehre für mittlere Staaten in Europa ist, wir brauchen Partner. Wir müssen proaktiv sein, wir müssen schneller als andere sein. Wenn ein Land unserer Größe und mit unseren Begabungen und Möglichkeiten sich wie ein Tanker verhält und nur ganz langsame Richtungsänderungen macht, dann bekommen wir ein Problem. Wir müssen die Speedboote sein, die eigentlich schneller als die anderen auf Entwicklungen reagieren. Denn nicht die Großen werden die Kleinen, sondern die Schnellen werden die Langsamen fressen. Das war immer meine Maxime und die hat viele Bestätigungen in der Geschichte erfahren. Wieso fällt es denn der Politik, ich sage es jetzt mal etwas allgemein, so schwer, so proaktiv zu handeln? Das berühmte Gouverner se prévoir tönt sehr gut, aber ist offenbar im politischen Alltagsgeschäft etwas sehr Schwieriges. Ja, weil die Beharrungskräfte so stark sind. Schauen Sie, die Schweiz und Österreich, und das verbindet uns ja auch, nicht? Wir haben etwas zu verteidigen. Und jemand, der etwas zu verteidigen hat, sein Lebensmodell, die Sicherheit, die Lebensqualität, die Schönheit der Landschaft, die Ausgewogenheit, auch die Balance zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen, die Sprachgruppen, die Kantone, das erfordert sehr eine Kunst geradezu. Nicht? Die Kunst des Management of Diversity, die Kunst, verschiedene Einflüsse zu managen. Diese Konsenskultur, das ist etwas Kostbares. Das erfordert sehr viel Kraft und wenn man das einmal erreicht hat, dann ist es auch sehr schwierig, das zu ändern. Und es gibt bei jeder einzelnen Reformmaßnahme oder bei jeder einzelnen Änderung eine ganze Reihe von zum Teil einflussreichen Lobbygruppen, die genau diese Veränderung verhindern möchte. Das heißt, die Konsenskultur bis zu einem gewissen Grad steht einem proaktiven, dezidierten Handeln entgegen. Sagen wir so, sie bremst es manchmal. Nicht? Daher, ich glaube, wenn man souverän sein will, und das ist ja auch, glaube ich, in der Schweizer Diskussion eines der ganz großen Themen, nicht? Wie kann ich souverän bleiben, wie kann ich die Souveränität dieser Nation, dieses wichtigen Landes bewahren und wie kann ich verhindern, dass wir überfahren werden. Wer souverän sein und bleiben will, der braucht Leadership. Also wer nur wartet und defensiv halt versucht, die Dinge auszusitzen, der wird einfahren, der wird letztlich verlieren. Daher glaube ich, du brauchst beides. Du brauchst die Stabilität und du brauchst auf der anderen Seite auch die Veränderungsbereitschaft und den Veränderungswillen. Und das erfordert auch eine gewisse Führungsqualität. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, wir brauchen Partner. Das hat sich auf Österreich bezogen, das hat sich auf die Schweiz bezogen. Hand aufs Herz, Herr Schüssel. Wäre die Schweiz heute besser oder partnerschaftlicher behandelt worden, wenn sie EU-Mitglied gewesen wäre in dieser Krise? Aus Ihrer Erfahrung, jetzt, die Sie jetzt auch mit Österreich und dem EU, der EU-Mitgliedschaft gemacht haben. Das ist eine sehr schwierige Frage und daher zöge ich natürlich ein bisschen mit einer einfachen Antwort. Ich meine, wir sind Mitglied der Europäischen Union und seit 15 Jahren übrigens in diesem Jahr und wir haben sehr tolle Zeiten, zwei Präsidentschaften erlebt, wo wir eigentlich steuernd im Vordergrund gestanden sind. Wir haben auch Tiefpunkte erlebt, sehr bittere Momente, also etwa im Jahr 2000 die anderen 14 quasi gegen uns sogenannte Sanktionen verhängen wollten, die natürlich nicht funktioniert haben und nach einiger Zeit auch aufgegeben werden mussten. Also ich zögere mit einem einfachen Ja. Aber prinzipiell ist es natürlich schon ein Vorteil, wenn man am Tisch, am Verhandlungstisch dabei sitzt und etwas mitgestalten kann. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt uns in jeder Frage durchsetzen können, überhaupt nicht. Aber mit Partnern, mit Gleichgesinnten, die ähnliche Interessen haben, eine ökosoziale Landwirtschaftspolitik beispielsweise oder ganz generell Umweltinteressen, Lebensqualität, die Ausgewogenheit zwischen ärmeren Schichten und denen, die etwas besitzen, Freiheit und Überwachung. Das sind Fragen, die ganz heikel sind. Und da mitzureden, mitzuentscheiden, ist mir halt ehrlich gesagt näherliegend als der sogenannte autonome Nachvollzug, den die Schweiz macht und der letztlich natürlich für die Souveränität, finde ich, nicht so
einfach zu bewältigen ist. Aber wie gesagt, die Entscheidungen müssen in der Schweiz fallen und können nicht von außen vorgegeben werden. Die Schweiz wird sich in der Union oder außerhalb der Union, glaube ich, gut behaupten, weil sie stark genug ist. Das ist keine Frage für mich. Wir werden nachher nochmal auf das Thema zurückkommen, aber trotzdem noch nachgefragt. Hat sich jetzt in Ihrer Wahrnehmung, auch in Ihrer Zeit, wo Sie das jetzt sehr direkt ja verfolgen konnten, das Verhältnis zwischen Österreich und der Schweiz verändert? Konkret ist es nicht schlechter geworden, sondern vielleicht weniger intensiv, weil eben Österreich sich viel stärker jetzt nach Europa orientiert? Nein, da will ich ganz entschieden widersprechen. Ich habe ja alle Zeiten erlebt, ich war etwa ab 1989 Wirtschaftsminister und war damit in der EFTA gemeinsam mit der Schweiz. Ich war EFTA-Vorsitzender, als wir den EWR, den Europäischen Wirtschaftsraum, verhandelt haben. Und ich habe auch für die Schweiz damals verhandeln müssen. Ich habe dann gelitten, als der EWR vom Schweizer Volk, vom Souverän abgelehnt wurde. Ich habe dann mitgeholfen als EU-Vorsitzender 1998, dass wir die erste Bilaterale durchgeboxt haben innerhalb der Europäischen Union. Und ich habe mich eigentlich immer sehr für die Schweiz eingesetzt. Daher das Verhältnis Österreich-Schweiz ist eigentlich so intensiv wie zu kaum einer Zeit in unserer Geschichte. Wir sind längst nicht mehr die Nachbarn, die Rücken an Rücken getrennt durch eine gemeinsame Sprache sitzen, sondern wir sind wirklich befreundet, arbeiten Hand in Hand in vielen inhaltlichen Fragen. Und ich muss ehrlich sagen, das wird sich auch nicht ändern, darf sich auch nicht ändern. Zeichnen Sie da über diese Nachbarschaft und Freundschaft nicht ein etwas, ich sage, etwas sehr positives Bild? Ich würde jetzt mal etwas polemisch formulieren, oder? Es herrscht so etwas wie nachbarschaftliche Ignoranz zwischen der Schweiz und Österreich. Also was wissen die Österreicher? Interessieren sich auch die Österreicher? Ich rede jetzt nicht von der Politik institutionell. Für die Schweiz und umgekehrt ist das Gleiche, gilt das Gleiche. Also ich möchte ganz entschieden widersprechen. Also natürlich interessiert sich Österreich für die Schweiz. Das beginnt bei einfachen Dingen. Sie haben den Sport erwähnt. Natürlich, wir sind die klassischen Wettbewerber im Skisport und im Leistungssport. Und im Fußball, da seid ihr besser, in der Schweiz, im Skisport habt ihr uns in diesem Winter schlagen können und das werden wir hoffentlich wiederum ändern können. Aber es kommt ja viel mehr dazu. Österreicher sind etwa in der Kultur in der Schweiz gern gesehen und umgekehrt. Also Welser Möst, Pereira und viele andere. Wir haben eigentlich von der Schweiz so viel profitiert, wirtschaftlich und auch touristisch. Wir haben gelernt von der Schweiz. Und umgekehrt kann die Schweiz wahrscheinlich auch von Österreich das eine oder andere profitieren. Das bestreite ich ja gar nicht. Aber nehmen wir gerade das Beispiel vor, im Fußball sagten Sie. Wir haben ja gemeinsam, wir, die Schweiz und Österreich, eine Fußball-Europameisterschaft organisiert. Aber meine Wahrnehmung... Das waren zwei Veranstaltungen. Es war eine Veranstaltung in Österreich, es war eine Veranstaltung in der Schweiz. Und dass das irgendwie den nachbarschaftlichen Kitt gestärkt hätte und so, war zumindest meine Empfindung in der Schweiz nicht. Ja, aber das Zentrum war ja der Fußball. Entschuldigen Sie vielmals. Es ging ja nicht darum, dass jetzt die Schweiz und Österreich im Zentrum stehen, sondern das runde Leder war im Zentrum. Und das haben wir gemeinsam wunderbar organisiert. Es hat keine Klage gegeben. Das war ein Fußballfest, sowohl in der Schweiz wie auch in Österreich. Und wir können gemeinsam darauf stolz sein. Also ich glaube nicht, dass es dann Verbrüderungsszenen à la Münchner Oktoberfest nachher geben muss. Dazu sind auch die Schweizer und die Österreicher zu ähnlich. Wir brauchen das nicht. Wir brauchen nicht diese überschäumenden, oberflächlichen Verbrüderungen. Es genügt, wenn wir wissen voneinander, dass wir uns aufeinander verlassen können. Denn das klingt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber ich sag's: Der Friede beginnt bei guten Nachbarn. Das ist nicht jetzt auf der UNO-Ebene, sondern der Friede beginnt hier. Und ich meine auch die Schweiz und Österreich, Stichwort Habsburg, hat nicht immer nur friedlich im Skisport miteinander gewetteifert, sondern wir haben schon auch die Spieße ausgepackt. Und wenn Europa, im Balkan zum Beispiel, oder wenn die Polen und die Russen genauso miteinander in Frieden zu leben lernen wie die Schweizer und die Österreicher, oder wann etwa gar im Nahen Osten ein solches friedliches Miteinander und Nebeneinander entsteht und nicht ein Gegeneinander, Freunde, da wäre die Welt wesentlich besser aufgestellt. Also ich bin eher ein Plädoyer für diese nüchterne, aber selbstsichere Nachbarschaft halten. Darf ich trotzdem noch wissen, wo Sie Verbesserungspotenzial sehen oder wo Sie sehen, dass es auch Trennendes gibt, das vielleicht überwunden werden könnte?
Ja, das ist eine interessante Frage, aber da wage ich mich natürlich jetzt ganz weit vor. Und das ist wirklich eine rein persönliche Meinung von mir, uns das ja nicht jetzt als österreichische quasi offizielle Meinung deklarieren. Ich glaube, dass wir vor einer ganz entscheidenden Zeitenwende stehen. Das Konzept eigentlich der souveränen Nation, die alleine alles tut, quasi die Regeln festsetzt, das Land verteidigt, nach innen, nach außen. Wann immer irgendetwas geschieht, das ist vorbei. Das haut nicht mehr hin im 21. Jahrhundert. Sie und wir haben Armeen, die in Wirklichkeit für diese Zeit vollkommen unbrauchbar sind. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Sie haben eine viel größere und viel besser ausgestattete Armee als wir, haben auch ein viel größeres patriotisches Grundgefühl für diese Sicherheit als wir. Aber die Probleme sind ähnlich. Sie haben Panzer, Sie haben eine großdimensionierte Landwehr, die letztlich einen Angriff abwehren soll, der nie kommen wird. Genauso wir. Wozu brauchst du heute in dieser Situation eine sehr teure Landarmee mit Waffen, die etwas absichert, das in dieser Form nicht mehr erforderlich ist? Mhm. Jeder von uns verteidigt seinen Luftraum. Ihr besser, wir schwächer. Trotzdem, ist das überhaupt noch zeitgemäß? Oder wäre nicht beispielsweise ein nachbarschaftliches, gemeinsames Projekt für Sicherheit eine spannende Aufgabe? Mhm. Wenn nämlich zum Beispiel international eine Friedenstruppe notwendig wird, dann tun wir uns alle schwer. Europa hat, glaube ich, 1,8 Millionen Soldaten unter Waffen. Die Amerikaner ein Drittel weniger. Trotzdem sind wir nicht einmal in der Lage, genügend Transportflugzeuge aufzubringen, um etwa im Golan oder in Afrika oder irgendwo eine Friedenstruppe hinzubringen. Das sind die Herausforderungen. Und wenn da zum Beispiel Nachbarn, gute Nachbarn, zusammenarbeiten würden und etwa etwas gemeinsam machen, zum Beispiel die Luftraumüberwachung, das wäre meiner Meinung nach absolut interessant und ist natürlich ein ganz anderes Konzept als das klassische souveräne nationalstaatliche Verteidigungskonzept. Wobei es natürlich dort an die Grenzen stößt, dass natürlich die Europäische Union ihrerseits ja auch eine außen- und sicherheitspolitische Dimension hat, beziehungsweise natürlich auch ein Teil der Integration ist in die Europäische Union. Und das Nichtmitglied Schweiz da sicherlich eine größere Hürde zu überwinden hätte, als es jetzt im Falle Österreich natürlich. Ja, aber das ist ja alles genau in der Weichphase. Das ist ja auch in der Europäischen Union. Das ist ja eines der sogenannten Tabuthemen. Nicht jeder redet gern drüber, aber geschehen tut nichts. Also wir sind ja seit 10 Jahren oder mehr als 10 Jahren diskutieren wir genau über diese Fragen und in Mini-Trippelschritten entwickelt sich etwas in die richtige Richtung zugegeben. Aber man könnte es ja noch weiter ausdehnen, die Diskussion. Nicht? Nehmen Sie die Frage, vor 14 Tagen haben wir diesen riesigen Vulkanausbruch in Island gehabt mit dem Ascheregen oder den Aschenwolken, die sich über Europa erstreckt haben. Und dann ist etwas Interessantes passiert. Jede Nation hat souverän den eigenen Luftraum gesperrt. Und dann hat sich aber keiner getraut, souverän den Luftraum auch wieder freizugeben. Jeder hat gesagt, also wer ist der Erste? Jeder hat auf den anderen geschaut. Europa konnte gar nicht handeln, weil es keine Kompetenz hat. Daher hat es meiner Meinung nach viel zu lange gedauert, bis wiederum die Normalisierung des Flugbetriebs möglich geworden ist. Also da sehen Sie, dass Souveränität heute ganz anders diskutiert und definiert werden muss. Wir haben auch andere Akteure zum Teil. Sie haben heute nicht nur mehr die Regierungen oder die Parlamente, sondern Sie haben eine öffentliche Meinung. Sie haben NGOs wie Greenpeace oder Global 2000 oder irgendwelche anderen Organisationen, Tierschützer. Oder Sie haben beispielsweise die Finanzmärkte, Griechenland. Alle Regierungschefs der Union sind zusammengekommen, um Griechenland abzusichern. Und es genügt, wenn 2-3 Tage die Märkte sagen, und die sind anonym, das akzeptieren wir nicht, das glauben wir nicht und schon knicken alle ein. Also Souveränität hat heute einen ganz anderen Stellenwert und muss, glaube ich, neu gedacht werden. Und da gehört die Schweiz natürlich voll mit dazu. Ihr seid genauso betroffen wie wir. Jetzt sagt das ja ein Vertreter der Österreichischen Volkspartei. Hat sich da auch bei Wolfgang Schüssel in diesen langen Jahren eine Veränderung hat sich da eine Veränderung eingestellt, was Ihre Einschätzung angeht? Einschätzung geht's wozu? Zu dieser letztlich Aufweichung dieser Souveränität.
Naja, das ist nicht eine Aufweichung, es ist eine Neudefinition, weil wir sehen, dass die Herausforderungen und Probleme, vor denen wir stehen, global sind oder jedenfalls übernational. Aber es ist und sozusagen die Legitimation und die Ressourcen immer noch national sind. Und daraus entstehen natürlich unheimliche Spannungen. Und die müssen aufgearbeitet werden. Und da hat sich natürlich mein Bild verändert, weil wir zum Teil ja große Probleme haben, für die es kein Drehbuch gibt. Aber eben, das heißt konkret, Sie müssen Kompetenzen auch abtreten können. Also die Kompetenz liegt nicht mehr in Wien, sie liegt nicht mehr in Bern, sondern sie liegt vielleicht in Brüssel oder sie liegt vielleicht auch in Berlin oder sie liegt in Paris. Oder sie liegt in einem multilateralen Zusammenwirken, wie etwa bei der G20 oder im Rahmen von Basel II oder III oder im Rahmen etwa des Internationalen Währungsfonds etc. Also das sind Dinge, die man sehen muss. Und ich glaube, dass es durchaus auch einen Souveränitätsgewinn geben kann durch einen scheinbaren Souveränitätsverzicht, nämlich mitgestalten auf einer übergeordneten Ebene. Sonst wären wir vollkommen abhängig von den Dingen. Das muss man schon sehen. Aber wenn ich so von außen her die österreichische Politik der letzten Jahre mitbekommen habe, ist ja gerade diese Problematik der Souveränität und der Souveränitätseinschränkungen etwas, was offenbar die österreichische Bevölkerung sehr beschäftigt und sie auch zunehmend gegenüber der EU skeptisch gemacht hat. Ist dieser Eindruck von außen richtig? Ja, aber das ist nicht nur in Österreich so, sondern das haben Sie in der Bundesrepublik Deutschland haargenau so. Denken Sie nur an das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes oder denken Sie an Großbritannien, wo jetzt gerade die Wahlen vor der Tür stehen und wo ja gerade diese Frage der Eigenständigkeit des britischen Wegs innerhalb der Europapolitik ein ganz besonderes, heikles Thema geworden ist. Das ist ein Thema, das haben sie überall. Ne? Die Tschechen, die Polen werden das genauso sehen. Und das muss man ernst nehmen. Ich glaube auch nicht, dass eine vernünftige Europapolitik über Menschen drüber fahren kann und darf, sondern die Kunst, und das wäre, glaube ich, auch das, was Europa einbringen kann auf der Weltbühne, dieses Management of Diversity, dieses Lernen vom Reichtum der Vielheit, die wir letztlich repräsentieren, das ist das eigentliche europäische Lebensmodell. Und das wird auf der Welt gebraucht. Das könnte sogar ein Exportartikel werden. Aber dann haben wir ein klassisches Eliten- oder Vordenkerproblem. Das heißt, der Wolfgang Schüssel und viele seiner Mitstreiter sind viel weiter, als es vielleicht der einfache Österreicher auf der Straße sein kann und sein wird. Und das Konzept, das Sie jetzt da schildern, müsste eigentlich übersetzbar werden. Und das fällt schwer, offensichtlich. Weil es auch zu wenige Menschen gibt, die sich dieser Mühe unterziehen. Wer natürlich nur kurzfristig populär sein will und den Menschen einfach noch den Mund reden, der wird nie eine wichtige Erklärungsfunktion wahrnehmen können. Und ich finde, gute Politik muss beides können. Sie muss zuhören, was die Menschen bewegt, was sie ärgert, was sie sich erhoffen. Hat der Obama etwa im Wahlkampf wunderbar gemacht, muss aber auch zugleich in der Lage sein, dann auch zu erklären und notfalls auch Verwundungen in Kauf zu nehmen, wenn der Gegenwind etwas härter wird. Das gehört mit dazu. Das ist die Funktion von Politikern. Haben Sie den Eindruck, dass Österreich heute weiter ist in dieser Frage oder eher, wieder eben Marco Ferber hat es erwähnt, eher ein retardierendes Moment stärker geworden ist? Also die Skepsis ist das eine, aber eben auch die Bereitschaft, sich auf diese Fragen einzulassen, ist ja das andere. Ich denke, dass wahrscheinlich da einige Fehler auch gemacht worden sind von der europäischen Bühne und ich will mich da gar nicht ausnehmen. Wir haben da vielleicht manchmal auch zu engagiert und zu ambitioniert manche Dinge vorangetrieben. Das hat dann zu Detailregelungen geführt. Für mich ist die Europäische Union dann stark, wenn sie die großen Fragen klärt. Und nicht, wann sie die Glühbirnen verbietet oder Rauchverbote verhängt oder darauf schaut, dass in den Großstädten Tempo 30 gefahren wird oder dass aufgrund einer Vogelschutzrichtlinie ganze Gebiete unter Naturschutz gestellt werden oder Mini-Regelungen, die Schweden dürfen nicht mehr oder die Finnen ihre Häuser mit Teer bestreichen oder die Schweden dürfen nicht mit Kautabak handeln und ähnliche Dinge. Das ist ein Blödsinn. Das ist Detailversessenheit. Das ist aber die Realität. Das ist die Realität. Und ich finde, dass man hier im Lissabon-Vertrag auch einen richtigen Weg eingeschlagen hat, dass man wiederum Kompetenzen abgeben kann und soll
auf die National- oder gar Regionalebene. Das heißt, das wäre wichtig, eine neue Balance zu finden, die großen Probleme gemeinsam zu lösen auf einer übergeordneten Plattform und mehr Detailregelungen dorthin zu geben, wo sie bürgernäher, ohne dies besser gemacht werden können. Wo liegen die Grenzen Europas? Zuallererst einmal in den Einstellungen, würde ich meinen. Das heißt? Also, naja, wir denken viel zu eng. Wir glauben, dass die Welt sich nach wie vor, also nicht, weil ich das da gesehen habe mit Galilei, ja, bei euren Texten hier, also dass nicht sozusagen die Erde der Mittelpunkt ist, aber wir glauben, das haben wir schon begriffen, dass wir letztlich um die Sonne kreisen oder die Sonne selber wiederum Teil eines viel größeren Universums ist, das haben wir begriffen. Aber wir glauben noch immer viel zu sehr, dass sich die Welt um unseren Kontinent dreht und das ist vorbei. Europa hat zwar noch immer eine beachtliche Wirtschaftskraft mit etwa einem Viertel der Weltwirtschaft, aber eben 7% der Weltbevölkerung. Und es wäre wichtig, dass wir begreifen, dass heute in Asien, in Amerika, in Afrika, im Nahen Osten, in Russland, dass hier andere, Südamerika, dass hier andere Mitbewerber entstanden sind, die ernst genommen werden müssen, von denen wir auch lernen können. Wo wir einfach nicht begreifen, dass der Wettbewerb heute viel engagierter zu führen ist. Jetzt ist gerade die Wirtschaftsprognose der Welt fürs heurige Jahr herausgekommen. Weltwirtschaft wächst über 4%, Europa 0,8, Österreich 1,3. Okay, das heißt aber nur, dass wir nur zu einem Viertel am Wachstum der Weltwirtschaft teilhaben und die Schweiz ist nicht viel besser dran. Das heißt, wir müssen raus aus unserem Erfahrungskäfig. Wir müssen raus aus unseren Biedermeierstuben. Wir müssen uns der Welt stellen. Die Schweiz ist da immer besser gewesen noch dazu als wir Österreicher. Aber trotzdem, wo liegen die Grenzen Europas? Jetzt haben Sie... Aber im Kopf. Das ist der erste Punkt. Wir müssen raus. Ja gut, aber eben, es gibt schon auch eine politische, wirtschaftliche Dimension, ganz konkret. Soll die Türkei Vollmitglied werden, ja oder nein? Gehört Russland eigentlich zu Europa? Wenn es zu Europa gehört, in welcher Form gehört es zu Russland? Gehört die Ukraine dazu? Gehört Nordafrika dazu? Das sind ja, eben sehr handfeste dann Probleme, die zu klären sind. Das sind die reinen politischen Fragen und auch da eine klare Antwort. Ich glaube, dass wir mit Russland und Ukraine ein sehr, weil das sind klarerweise europäische Länder, Russland jedenfalls, wo das Zentrum liegt, Petersburg und Moskau, das sind eine klare europäische Dimension. Beide werden nicht Mitglied werden, aber beide müssen eingebunden werden in ein sehr enges Beziehungsnetz, das es heute viel zu wenig gibt. Es gibt viel zu wenig große Projekte, die Europa, die Schweiz immer mit eingeschlossen natürlich, das ist ja nicht ein EU-Thema, sondern die Europa mit den Russen, mit den Ukrainern gestaltet. Ähnliches gilt für die Türkei, meiner Meinung nach. Und das Interessante wird natürlich überhaupt sein, wie Europa mit dem Mittelmeerraum umgeht, der ja unser Einzugsgebiet ist. Der ist in Wirklichkeit in manchen Bereichen in Sichtweite. Und da gibt es einige spannende Projekte, wie etwa dieses Desertec-Projekt, Strom aus der Wüste, durch die Sonne generiert. Das ist ein riesiges, faszinierendes Projekt etwa. Oder die Mittelmeerunion, die Sarkozy entwickelt hat. Das könnten zum Beispiel solche faszinierende Visionen sein, die wir, das kann kein einzelnes Land allein machen, die aber Europa gemeinsam entwickelt. Und da gehört wiederum für mich klarerweise die Schweiz dazu. Was ich für sehr sinnvoll und notwendig hielte, wäre, dass man, und wir sind kein NATO-Mitglied, aber daher als Blick von außen, es wäre sinnvoll, dass wir in die NATO, die ein europäisches Projekt ist, dass dort Länder wie Russland und die Ukraine viel stärker mit eingebunden werden. Vielleicht sogar als Mitglieder, früher oder später. Die NATO ist ein europäisches Projekt? Ja, sicher. Primär auf Europa ausgelegt, natürlich. Aber natürlich mit einem klassisch transatlantischen Hintergrund. Selbstverständlich, aber schon. Das Sicherheitskonzept war natürlich auf Europa ausgerichtet. Und warum nicht erweitern um Länder, die heute zwar als Partner mit dabei sind, wie etwa die Russen oder die Ukrainer oder durchaus auch die Schwarzmeerregion, die Kaspische See, der Mittelmeerraum, das wären doch faszinierende Dinge, die möglicherweise auch politische Lösungen im Nahen Osten erleichtern könnten.
Aber im Wesentlichen würden Sie sagen, wenn wir jetzt einfach schauen, welche Staaten gehören noch dazu, im Wesentlichen hat Europa doch die EU ihre Grenzen erreicht, grosso modo. Plus Balkan natürlich, plus Balkan. Zur Gänze, und Moldawien muss man fairerweise dazu rechnen. Weil es sonst institutionell eine Überforderung wäre, finde ich. Ne? Also quasi die Regierbarkeit. Ja, es gibt einfach eine bestimmte Größe, wo du mit dem Anspruch, den wir haben, also wirklich eine vertiefte, auch inhaltlich und was das Wertesystem betrifft, zusammengeschweißte Union sein will, wenn da dann auf einmal 45, 50 Länder dazukommen mit ganz unterschiedlichen Kategorien, dann wird das, glaube ich, nicht mehr erfüllbar sein. Und dann gibt es entweder wiederum Kerngruppen, die sich innerhalb dieser großen Gruppe bilden, oder es gibt ein Modell, dass diese Wertegemeinschaft zusammenbleibt und mit den Rändern sehr enge Beziehungsgeflechte entwickelt. Das ist ein interessanter Punkt. Ne? Wenn Sie von Wertegemeinschaft reden, was würden Sie sagen, sind die Kernwerte Europas? Ja gut, das ist ein Thema für einen Vortrag wahrscheinlich, nicht? Also nicht für eine kurze Antwort. Ich denke, dass das, was wir in der Charta der Menschenrechte, die wir ja im Europäischen Vertrag jetzt erstmals übrigens festgelegt haben, einklagbar übrigens, also jeder Bürger der Europäischen Union kann das beim Europäischen Gerichtshof einklagen gegenüber den Organen der Europäischen Union. Also das sind die Dinge von der Freiheit, von der Menschenwürde, von den Rechten des Einzelnen, glaube ich, hervorragend festgelegt. Ich denke, dass wir auch, was das Wirtschaftssystem betrifft, einen Anspruch aufrechterhalten müssen, dass wir eine Balance zwischen der Gerechtigkeit, der sozialen Gerechtigkeit, der wirtschaftlichen Leistung und der Umweltverantwortung aufbieten müssen. Und drittens glaube ich, dass wir im Sicherheitsbereich eine Dimension und eine Qualität erreicht haben, die ihresgleichen sucht. Und nach außen gesehen ist Europa nach wie vor, muss das auch bleiben, einer der Kontinent, der eigentlich sich am meisten um die Außenbeziehungen kümmert. Wir zahlen etwa 2/3 der internationalen Entwicklungshilfe. Wir sind in vielen Bereichen ein ganz wichtiger Partner für humanitäre Hilfe, auch die Schweiz natürlich mit eingerechnet immer. Und das soll so bleiben. Das ist unsere Verantwortung. Dafür stehen wir. Jetzt, ich bin fasziniert, dass Sie so stark diese europäische Dimension betonen und vor allem auch dieses Visionäre. Aber Sie haben ja einen sehr konkreten politischen Hintergrund. Und Sie wissen ja selber, wie schwierig es ist, schon nur in einer Legislaturperiode Innenpolitik zu gestalten, geschweige denn auch auf europäischem Niveau etwas durchzubringen. Und Sie sind selber ja als Österreicher betroffen gewesen, auch vom, ich sage jetzt mal, hässlichen Gesicht dieser Europäischen Union, nämlich eben damals 2000 mit den Strafmaßnahmen oder wie man das immer nennen will, als Sie die FPÖ in die Regierung eingebunden haben. Wenn man das sich so vor Augen führt, dieses Visionäre noch einmal, ist denn das politisch gesehen überhaupt machbar? Mit diesen Institutionen, die jetzt auch nach dem Lissabon-Vertrag existieren. Ja, das ist diese hehren Worte hört man natürlich, und das ist ja auch die Position der Schweiz oder der Schweizer, die immer noch zu mindestens zwei Drittel Europa skeptisch sind, was eine Beitrittsdimension angeht. Das hört man natürlich seit Jahren. Und die gelebte Praxis sieht aber anders aus. Ja, aber ja, die Schweiz ist erstens einmal nicht europaskeptisch, da würde ich einmal sehr entschieden widersprechen, denn die EU ist nicht Europa. Und die Schweiz und die Schweizer Bürger, selbst die, die gegenüber der Mitgliedschaft kritisch eingestellt sind, wissen ganz genau, was sie an der Beziehung zur Europäischen Union haben. Man darf da jetzt nicht die Dinge plötzlich von den Füßen auf den Kopf stellen. Ich meinte nur den Vorbeitritt. Ja, ich sage mal, aber die Schweiz ist für uns in der EU einer der aller wichtigsten Handelspartner zum Beispiel. Und umgekehrt, was wäre die Schweiz, wenn sie nicht ein ordentliches und ausgebautes, lebendiges Verhältnis zur Europäischen Union hätte? Also das, glaube ich, weiß jeder Schweizer. Was die Schweizer stört,
sind bestimmte Dinge, die natürlich mit dem Konzept der direkten Demokratie nicht unbedingt im Einklang zu bringen sind. Das Modell der Europäischen Union reibt sich mit der Volkssouveränität, dass sie praktisch bei jeder Frage entweder obligatorisch oder durch Beschluss ein Referendum oder in fast allen Fragen machen können. Das ist für uns in Österreich nicht ganz leicht immer nachzuvollziehen, Stichwort Minarette, weil es Dinge gibt, die man wahrscheinlich nicht ohne weiteres dem Volkssouverän vorlegen kann und manchmal natürlich auch Fragen dann so nicht beantwortet werden, wie sie gemeint waren. Denn da können oft sehr viele Emotionen mitschwingen und manche Dinge eignen sich, finde ich, halt nicht für eine direkte Demokratie. Aber ich nehme das sehr ernst und ich finde, die Schweiz hat ein hochinteressantes demokratisches Modell entwickelt. Letztlich versucht ja auch die Europäische Union nichts anderes. Ich habe 26 Kantone und Halbkantone und wir haben 27 Mitgliedstaaten. Ihr habt 3 oder 4 konkrete Sprachen, wir haben 20 konkrete Sprachen. Ihr habt eine ganz fein abgewogene Balance zwischen den Gemeinden, den Kantonen und dem Bund. Und bei uns ist es genauso. Die Nationalstaaten oder Regionen, Nationalstaaten und die europäische Ebene, wenn Sie so wollen, ist die EU nichts anderes als eine 500 Millionen ausgedehnte Schweiz. Und das, ihr habt Schwierigkeiten zum Teil, bestimmte Dinge durchzubringen und die EU tut sich auch schwer. Trotzdem würde ich meinen, wir sind auf dem richtigen Weg. Die Schweiz genauso wie Europa. Und ich bin da auch jetzt nicht drängend. Man kann einen Tempel niederreißen in 3 Tagen, aber ob, wie es in der Bibel steht, ob er wirklich in 3 Tagen wieder aufgebaut werden kann, bezweifle ich. Du brauchst jedenfalls mit menschlichen Kräften länger dazu. Und ich finde, dass die europäischen Institutionen jetzt mit einem kontinuierlichen Präsidenten, mit einem ständigen Außenminister praktisch, dass das richtige Wege sind. Und dass wir mit der Subsidiarität, die festgeschrieben worden ist im Vertrag, sinnvoll aufgestellt sind. Jetzt muss das mit Leben erfüllt werden. Und da wird es Aufs und Abs geben. Wie gesagt, 2000 war für mich ein persönlicher Tiefpunkt. Aber wir haben gewonnen, sage ich auch dazu, mit Festigkeit und Konsequenz. Und 3 Jahre später waren wir schon voll im Zentrum drinnen, weil das auch akzeptiert und respektiert wurde, wie wir uns gewehrt haben. Also ich gebe der Schweiz keine Ratschläge. Ich werde das schon selber zu beurteilen haben, aber ihr braucht euch in keiner Weise kleiner machen, als ihr seid. Das Stichwort 2000, also es ging ja damals vielleicht für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich nicht mehr so ganz zurückerinnern, es ging damals darum, Sie haben damals eine Koalitionsregierung mit der FPÖ, mit Haider ganz konkret, dem Rechtspopulisten, sind Sie eingegangen und Europa hat dann Sanktionen gegen Sie ergriffen. Bringt mich auf die Frage wieder, Sie haben ja sich gewehrt anfänglich gegen den Begriff Kleinstaat, mittlerer Staat, okay. Aber die Frage, wäre man mit einem größeren Staat gleichermaßen umgegangen damals, wie man mit Österreich, eben dem kleinen oder mittleren Österreich, umgegangen wäre? Naja, das Interessante war ja, wir waren im Nachhinein betrachtet, wir waren ja sozusagen der Testfall. Was dann wenige kurze Zeit später ist in Italien Berlusconi an die Macht gekommen, ja. Und Fini. Und damit hat man schon gesehen, also was bei den Österreichern nicht gegangen ist und de facto ein Einfahrer, wie wir in Wien sagen, war, wäre natürlich in Italien noch entsetzlicher gewesen. Das Gleiche übrigens in Ungarn, das Gleiche in der Slowakei. Ich glaube, dass wir Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber glauben Sie, dass wenn jetzt es den Testfall Österreich nicht gegeben hätte, gewissermaßen, dass man in Italien gleichermaßen reagiert hätte damals? Das große Italien, dass man es gleichermaßen in die Mangel genommen hat. Das weiß ich nicht. Ich hoffe es eigentlich nicht, dass man es genauso probiert hätte, weil es ja bei uns genauso schwachsinnig war wie im Fall Italiens oder in einem anderen Land. Aber natürlich kann ich es nicht ausschließen, um ehrlich zu sein. Aber so gesehen ist ja nichts Schlechtes, wo nicht was Gutes dabei ist, wie wir in Wien sagen. Wir haben eigentlich diesen Test gut bestanden und haben damit, glaube ich, auch uns selber etwas Gutes getan und auch Europa geholfen in gewisser Weise, solche Fehler eben nicht mehr zu machen. Jedes Land hat das Recht, seine Regierung, seine politischen Parteien, seine Abgeordneten so zu wählen, wie das gewollt ist. Europa kann natürlich seine Sorge, die anderen können ihre Befürchtungen oder Besorgnisse aussprechen, das ist legitim und richtig, aber sozusagen Sanktionen, gegen die es kein Rechtsmittel gibt, das ist unmöglich.
gehen wir noch ein bisschen härter an die Politik, an die jetzige Politik. Die Schweiz hat diese Libyen-Geschichte, Entführung oder Geiselhaft von einem Schweizer Bürger in Tripolis, wo man ja sehr stark jetzt versucht hat, aus Schweizer Perspektive das zu europaisieren. Und man hat diesen Kunstgriff genommen mit dem Schengen. Ihr Außenminister, hat vor kurzem gesagt, man darf die Solidarität, die europäische Solidarität nicht überstrapazieren. Und gemeint hat er natürlich genau diesen Mechanismus. Und in der Schweiz hat sich schon ein bisschen der Eindruck jetzt auch wieder verfestigt, wenn es dann hart auf hart geht, dann ist es eben schon so, dass der Kleinstaat, das Nichtmitglied, letztlich hinten anzustehen hat. Teilen Sie diese Einschätzung? Nein. Also ich glaube auch, dass Sie das jetzt überinterpretieren. Natürlich kann niemand die Solidarität der anderen überstrapazieren, aber man kann und soll sie in Anspruch nehmen. Mhm. Und gerade etwa das Libyen-Beispiel ist ein sehr gutes Beispiel. Denken Sie daran, dass wir nur durch den gemeinsamen Druck aller 27 Mitgliedstaaten, die bulgarischen Krankenschwestern, die in Libyen zum Tode verurteilt gewesen sind, wegen angeblichen Blutkonserven, die dann bei Kindern AIDS erzeugt haben, wofür überhaupt kein Indiz da gewesen sind, freibekommen haben. Mhm. Aber natürlich nicht gleich. Wir kennen alle den Herrn Gaddafi und seine und die Art und Weise, wie hier gearbeitet wurde. Das hat Jahre gedauert, aber durch den gemeinsamen Druck sind diese armen Frauen und der eine Arzt, der palästinensische Arzt, freigekommen. Und genauso hat sich solidarisch auch etwa die EU gezeigt. Etwa die europäischen Botschafter haben in Libyen volle Solidarität mit der Schweiz bekundet. Und das war, glaube ich, auch ein sehr wichtiges Signal. Man darf nur nicht erwarten, dass das jetzt automatisch schon dazu führt, dass Gaddafi sagt, habe geirrt, hebt die Hände und schwenkt die weiße Fahne der Kapitulation. So ist es nicht. Ja, Gaddafi ist einer, der eigentlich immer im letzten Augenblick agiert und reagiert. Denken Sie nur an die dramatische Geschichte, wo ja auch die Schweiz und andere europäische Länder mit eingeschaltet gewesen sind, wie der pakistanische Wissenschaftler Abdul Qadir Khan an Libyen, an den Iran, an Nordkorea die pakistanischen Atomgeheimnisse verraten hat und eine komplette Atomanlage nach Libyen geliefert werden sollte. Und da waren Schweizer Geschäftsleute mit dabei. Und Holländer und Deutsche und Südafrikaner, Malaien, Amerikaner. Und das ist dann aufgedeckt worden, im Hafen hat es die Verhaftung gegeben, dieses Schiffes. Und in dem Augenblick erst hat Gaddafi erklärt, er zieht sich von seinem Atomprogramm zurück. Also er agiert im letzten Augenblick. Aber die Solidarität ist wichtig und zeigt auch, dass man als einzelner Staat mit der nationalen Souveränität alleine nicht sehr viel anfangen kann. Das heißt, die Schweiz muss sich einfach in Geduld üben. Aber auch in Festigkeit. Und ich bin auch hundertprozentig überzeugt, dass es notwendig ist, dass die anderen europäischen Länder solidarisch zur Schweiz und zu ihren Bürgern stehen. Das ist meine hundertprozentige Überzeugung. Ein anderes Thema ist der, Sie haben es anfänglich erwähnt, diese ganze Finanzmarktentwicklung. Bankkundengeheimnis haben wir gestreift, Steuerstreit. Man hat ein bisschen den Eindruck, Österreich versteckt sich in diesen Fragen hinter der Schweiz und die Schweiz versteckt sich ein bisschen hinter Österreich. Und es ist so ein bisschen wie beim Duell, wer zuerst blinzelt, hat verloren. Wer wird da am Ende zuerst sich bewegen? Ich glaube, dass das die Lösung auf dem Tisch liegt. Wir werden, und letztlich, soweit ich die Schweizer Diskussion mitverfolgt habe, ist ja auch bei Ihnen ein Umdenken in diese Richtung bereits im Gang, wie auch in Liechtenstein, dass man selbstverständlich voll kooperiert mit den Behörden. Das ist keine Frage. Und ich glaube, da muss man natürlich begründen einen Verdacht, aber ehrlich gesagt, die Unterscheidung Verbrechen und Vergehen oder Verwaltungstatbestände, das wird nicht haltbar sein. Man wird die Bedingungen verhandeln müssen und das sollten wir gemeinsam machen. Also das mit dem Duell, das finde ich ein bisschen lustig. Wir stehen ja nicht einander gegenüber, wie John Wayne in 12 Uhr Mittag, sondern wir sollten gemeinsam eigentlich für eine vernünftige Lösung eintreten. Das gilt auch für den automatischen Informationsaustausch? Das gilt auch für den Informationsaustausch bis zu einer gewissen Grenze. Noch einmal, ich glaube nicht, dass wir jetzt dass alle Bankdaten offengelegt werden müssen und sollen. Ich will ja nicht einmal, dass eine Bank Privatdaten dem eigenen Staat gegenüber
automatisch offenlegt. Aber dass bei begründetem Verdacht so etwas gemacht wird und nicht eine künstliche Unterscheidung getroffen wird nach bestimmten Kategorien, das glaube ich, ist schon eine argumentierbare Sache. Die EU möchte natürlich weiter mit dem automatischen Informationsaustausch. Aber das ist noch nicht durch. Und Österreich ist draußen, ja, und Luxemburg ist draußen. Ja, aber das ist noch nicht durch. Das wird jetzt eben verhandelt. Und da sieht man ja, wie wichtig es ist, dass man am Verhandlungstisch sitzen kann und nicht draußen vor der Tür wartet, was die anderen ausgemacht haben. Aber eben, also wir haben das jetzt richtig gehört, aus liberaler Perspektive erfreulich. Sie sind nicht der Meinung, dass es ein Automatismus sein soll. Nicht ein Automatismus, der dazu führt, dass die Bank quasi automatisch alle Daten dem Finanzamt abliefert. Mhm. Das wäre nicht, glaube ich, mit dem Schutz der Privatsphäre vereinbar. Und ich glaube, dass wir auch innerhalb der Staaten, innerhalb unserer eigenen Regelungen viel mehr auch darauf achten müssen, dass Daten geschützt bleiben. Das ist ja heute nicht immer der Fall, auch nicht in der Schweiz, wie ich immer wieder mit Schrecken sehe. Auch da hat sich manches geändert. Ne? Wir haben noch wenige Minuten, Herr Schüssel. Ich möchte noch ganz kurz ein Thema streifen. Sie haben es vorhin erwähnt, Sie haben im Jahr, wann war das, sagen Sie mir die Jahreszahl, den EWR-Vertrag verhandelt. 98 war es, ja. Das war unsere erste Präsidentschaft, ja. In der ersten Präsidentschaft damals, und auch dort ist er zum Abschluss gekommen, oder? Ja, ja. Es gibt da die berühmte Foto, Sie zusammen mit Herrn Ogi, wie Sie diesen Abschluss feiern. Gotti war. Herrn Gotti war es natürlich. Aber der Adolf Ogi war natürlich damals im Bundesrat. Ja, ja, ein genau. Guter Freund. Ja, ja, ja. Stichwort Bilaterale. Eine Frage, die wir in der Schweiz immer wieder diskutiert, wie die Zukunft der Bilateralen. Glauben Sie, die Bilateralen, das Verhältnis der Schweiz zu der EU auf Basis der Bilateralen, das hat eine längerfristige Zukunft? Natürlich kann man das weiterführen, das ist keine Frage, aber es wird komplizierter. Ne? Das ist schon eine Sache, die sehr schwierig wird, weil eben schon die Mühe da ist, 27 Länder in der EU zu koordinieren und dann sozusagen noch mit anderen Bilaterale zu verhandeln, ist extrem schwierig. Das heißt, in diesem Punkt gibt es Grenzen, das muss man sehen, das ist der Preis, den die Schweiz zu zahlen bereit war und sicherlich auch weiter zahlen wird müssen. Das ist gar keine Frage. Aber es ist ein möglicher Weg. Ein möglicher Weg. Die Alternative wäre ein Vollbeitritt. Oder sehen Sie eine dritte Möglichkeit? Naja, es gibt immer mehrere Möglichkeiten. Der EWR ist eine Möglichkeit, der Vollbeitritt ist eine Möglichkeit. Und die Schweiz kann auch überleben ohne die Bilaterale, um das sehr offen zu sagen. Also ich würde überhaupt darauf drängen, dass wir alle diese Fragen nicht auf Fragen von Leben und Tod hinauf stilisieren. Das ist nicht wahr. Die Schweiz ist stark genug, auch offen genug und international genug, dass sie einen ganz eigenen Weg finden kann. Das spannende und eigentlich zugrunde liegende Thema ist ja, das interessiert mich jetzt auch immer mehr, welche Rolle können mittlere Staaten oder sogar kleinere Staaten innerhalb dieser globalen Zusammenhänge spielen. Und ich glaube, die können eine viel größere Rolle spielen, als man heute gemeinhin glaubt oder vielleicht diese selber annehmen. Sie können die Spürhunde sein. Wo sind Trends? Wo sind, genauso wie eine kleine, wie in der Wirtschaft, wie eine kleine Firma ein neues Produkt entwickelt und das auf einmal durchzieht. Nicht? Steve Jobs zum Beispiel oder im Internet, Facebook oder verschiedene andere Dinge. Das sind oft kleine Innovationen, die plötzlich hochziehen und weltweite Aufmerksamkeit finden. Ich glaube, dass auch kleinere und mittlere Staaten solche Spürhunde von gesellschaftlichen globalen Trends sein können. Dann kleinere und mittlere Staaten können Plattformen anbieten, die sonst niemand hat. Wenn Obama einlädt, dann kommen natürlich alle zum Nukleargipfel. Aber es wird eine sehr formelle Sache sein, die muss perfekt vorbereitet sein. Ein Angebot, vertraulich bestimmte Dinge auszuloten, das kannst du so nicht machen unter dem Scheinwerferlicht der Welt. Da musst du andere Dinge entwickeln. Da hat die Schweiz zum Beispiel, auch Österreich, immer wieder, Norwegen, immer wieder gut gearbeitet. Oder ihr seid ein toller Sitz für internationale Organisationen. Im Sport, in der humanitären Entwicklung, UNO, genauso wie Österreich. Das kann man ja nützen, um dort neue Themen, neue Entwicklungen anzubringen, an die andere noch gar nicht gedacht haben. Herr Schüssel,
Ich muss leider beenden, wie unsere Zeit ist leider. Und ich denke, manche Leute werden das hier gerne gehört haben, was Sie am Schluss auch gesagt haben, sind doch noch Möglichkeiten, die die Schweiz hat, auch wenn sie jetzt abseits steht der EU. Ich danke Ihnen und wir danken Ihnen recht herzlich für dieses Gespräch. Ich danke und Ihnen. Und wir danken auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Das war NZZ Standpunkte, zwei Journalisten, ein Gast. Wie immer können Sie diese Sendung auch im Internet sehen unter www.nzz.ch. Es wäre schön, Sie wären auch das nächste Mal wieder dabei. Bis dann, auf Wiedersehen.